Und damit herzlich willkommen zurück zu Monster Hunter Rise. Ja, wir haben letzten Video habe ich die letzte Quest gemacht, letzte Durchquest der Stufe 5 gemacht. Oh, wieder abgerissen. Egal, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich würde mal sagen, dann können wir. Wobei, wie viel Zeit habe ich jetzt nicht mehr, deswegen muss ich jetzt noch schnell das noch machen. Ich muss noch zwei Videos, die relativ schnell gemacht sind, produzieren, weil ich habe gerade mal drei Videos, ich brauche nächste Woche rüber. Weil wir haben immer noch Sonntag. Den 24.04. Also, gucken wir mal. Also wenn ich die Auswahl so sehe, ist das mit dem Schnellmachen eher meh. Ich guck mal, wie lange es dauert, wenn ich hier donnernde Stimme mache, also quasi T-Rex. Wobei ich mir vorstellen habe, es könnte vielleicht sein, dass ich ihn nicht schaffe. Wir werden es sehen. Ich bin gerade aber überlegen, hoffentlich kann ich, was YouTube angeht, jetzt ein bisschen mehr durchstarten, sage ich jetzt mal, weil letzten Jahre war es ja so ein bisschen, letzten Wochen, Monate war es ein bisschen so, dass ich da eher zurückhalten war, wenn du so willst, oder fast gar nichts mehr war. Ich hatte sogar überlegt, mal mit YouTube komplett aufzuhören, weil ich da keinen Sinn mehr drin gesehen habe, aber schon alleine, weil volle Let's Plays sowieso kaum noch jemand interessieren, deswegen. Aber irgendwie wollte ich doch mal, ich wollte trotzdem irgendwie schon noch, ich wollte wieder Videos machen, einfach, weil das ist ein Ding, das mache ich seit über 10 Jahren und dann. Allerdings ist das Problem gewesen, was mache ich immer nun? Das heißt, kommt immer der Gedanke, wenn ich ein Video machen will für YouTube, was machst du nun eigentlich? Setzt du dich nun hin, machst du, naja, ein fortlaufendes Let's Play oder was machst du? Ja, ist halt ein bisschen doof. Weiß ich nicht, was ich machen soll. Das ist immer das Ding. Deswegen, und es läuft eigentlich meistens immer darauf hinaus, dass es immer dasselbe gemacht wird. Immer selber. Immer irgendwas mit Videospielen und so weiter. Ich hatte mal vor ein paar Monaten mal überlegt, vielleicht irgendwas mit Cosplay zu machen. Aber da fällt mir absolut nichts ein, was ich da mit YouTube verbinden kann. Deswegen ist der Gedanke relativ schnell verworfen worden. Deswegen, keine Ahnung. Deswegen wird es wahrscheinlich YouTube wieder einfach Reihwerk dafür bleiben, dass ich halt quasi damit da halt Gaming-Videos mache, sag ich immer. Also hier ein Gameplay oder ich spiele mal eine Runde Monster Hunter oder mal gucken. Je nachdem. Ach, ich muss auch überlegen, weil ich muss ein T-Rex, genau. T-Rex, genau, da oben ist der. Weil ansonsten wüsste ich auch gar nicht. Ich bin halt, was das angeht, absolut nicht kreativ. Ich habe da absolut überhaupt keine Muße, irgendwie mir groß Gedanken zu machen. Ich bin nicht wie diese ganzen YouTuber, die sich denken, okay, ich stelle mich jetzt vor der Kamera und, keine Ahnung, 10 Arten von Schlag mich tot oder dann schauspieler ich so rum, so von wegen so, oder was so die Leute heutzutage so machen, keine Ahnung. Da bin ich einfach nicht kreativ genug. Und alles, was mir vielleicht in den Kopf kommen könnte, sage ich jetzt mal, haben andere vor mir schon gemacht und das warum soll ich das selber nochmal machen? Warum soll ich ein drittes, oder 10. Video machen, wo es um einen selben Gag immer und immer wieder geht. Ich habe von 100 verschiedenen YouTubern Videos gesehen, die alle denselben Gag bringen, nur ein bisschen in anderer Form, weil sie sich, weil sie halt, ist im Grunde derselbe Gag immer gewesen, nur halt eben die Tatsache, dass, ein bisschen anders verkauft, sage ich jetzt mal. Und das, warum soll ich ihn da als 101 eins da das nochmal machen.
Moa. Ist das dein Ernst? Wieso, warum soll ich als 101 da noch diesen Gag noch weiterbringen? Das ist irgendwann ist der Gag auch ausgelutscht. Mag vielleicht beim ersten oder zweiten Mal noch lustig sein, ne? Kann jetzt nicht genau sagen, welcher, weil es ist 100 verschiedene Gags wurden 100 verschiedene Mal durchgespielt. Und jedes Mal, wenn ich durch meine Shorts scrolle alleine, sehe ich diesen Gag, ein Gag immer und immer wieder. Also quasi, oh, immer wieder. Das ist gerade ein gewisser Gag aktuell und der wird dann halt von allen gebracht und das ist. Kann man machen, aber das ist nicht das, was ich repräsentieren möchte. Ich machen möchte. Ich hätte auch nicht die Muße, mich 10, 100 Stunden, sage ich mal, jetzt blöde, oder? Um Stunden hinzustellen, um eine Szene abzudrehen, nur dass er endlich mal perfekt ist. Und dann so zu dann noch zu schneiden, dass es am Ende gut rüberkommt. Also, nee, das habe ich keinen Bock drauf, sage ich ganz ehrlich. Aua, 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 aua. Halt, vorne, falsche. Kurz hier runter. Tschüssi. Deswegen mache ich lieber ein paar Gaming-Videos. Ist zwar absolut nicht innovativ und auch vielleicht so ein Teil von, so im Sinne von, das haben wir schon auch hunderte gemacht. Aber es ist halt das, was ich am ehesten kann. Ne? Was ich halt eben. Interessiert zwar eh keinen, aber ich mache es trotzdem. Oh, also. Ich bin auch nicht derjenige, der solche Gags halt verkaufen kann, will, sollte. Deswegen mache ich es aber doch nicht. Ich könnte wahrscheinlich mit Shorts und so weiter genau sowas fabrizieren, sage ich jetzt mal, aber das ist nicht das, was ich mache. Warum sollte ich auch? Oh, jetzt habe ich wohl die Pfeile verschossen. Das ist egal. Auch aber trotzdem was anderes. Warte mal. Jetzt rennt er erstmal weg. Faules Fleisch. Blitzbombe. Nein! Jedes Mal springe ich von Green runter. Hier sieht's ja nicht. Und zwischendurch kommen halt noch innovativlose Unboxings. Das mache ich auch noch. Nebenher. Also. Jetzt heute Sonntag, heute kam auch das Unboxing zum neuen San Diego-Album. Sowas wird eher seltener bei mir kommen, aber ich habe es halt trotzdem mal gemacht, weil ich. Muss dazu sagen, ich habe das Album halt gekauft. Beziehungsweise die Box zum Album, weil ich. Bis jetzt jede Box von San Diego, aka SpongeBob gekauft habe. Und weil. Warum nicht, sage ich immer. Bin Fan davon und gut ist. Davon kann man halten, was man will. Es ist mir aber auch relativ egal, was die Leute davon halten. Wer es mag, mag es. Wer nicht, hat Pech gehabt. Jetzt hat er überhaupt nichts gegeben. Jetzt hat mir ja gar nichts gebracht. Auch eine Zeit, sehr schön. Wie lange ich für den noch brauche, ja. Ich glaube fast, es wird das letzte Mal sein, was ich heute mache, das Video. Oh, meine Fresse, nerv doch mal nicht, Junge.
Kleiner Nervsack, du. Ich renne auch noch in den. Rennt ein um wie sonst was, ja echt. Alter Schwede, ja geht ja. Irgendwie gehst du mir gerade auf den Nerven, weißt du das? Mein kleiner Freund. Ja. Iss mal faules Fleisch. Ich weiß nicht, wozu es das dieses faule Fleisch gibt. Das bringt doch im Endeffekt eh nichts. Lässt sich davon auch gar nicht beirren. Hat noch nie bei einem Monster geklappt. Zumindest nicht bei mir. Jetzt haut er schon wieder ab und das liegt hier rum und das interessiert keine Sau. Weiß nicht, was das bringen soll. Ich frage mich gerade, ob ich den überhaupt vergiften kann. Ach, wer ist denn da? Der andere von der Gosha-Arak oder sowas da. Dann reite ich mal die Mühe vor und mach ein bisschen Trouble hier. Nervt, dass ich die nicht vergiftet kriege. Ja. Ah, die Beute ist schwach. Jetzt ist er vergiftet, sehr schön. Jetzt leg mal los, jetzt knallen wir hier den ordentlich was rein hier. Erstmal noch mal eine Heilung. Meine Fresse, rennt doch nicht hier rum wie so eine. Was weiß ich was. Ich hab mich gerade erst geheilt. Alter Schwede.
Jetzt nerv nicht rum hier, echt, ja. Das ist schon mein dritter Trank, den ich nicht verwenden muss, mein kleiner Nervbolzen. Zahlst du mir die Rechnung für die neuen Tränke oder was hier? Spinnst du? Jetzt hau nicht schon wieder ab! Sind du schon wieder hin? Ah, hier geht's wieder nur an einer Stelle hoch. Anstatt dass er einfach mal da hochkraxelt. An manchen Stellen kann der hochkraxeln, an manchen Stellen kann er nicht hochkraxeln. Beziehungsweise es gibt ja auch solche Stellen hier, oder normale Klippen, sag ich mal, wo er trotzdem hochkraxeln kann, obwohl er kein so ein Gebüsch drum ist, sag ich jetzt mal. Ich wollte gerade überlegt, ob er vielleicht das Duell mit dem Goss Harak machen kann. Um noch ein bisschen zu schwächen, oder vielleicht dann das zu beenden. Aber dann hat er sich gedacht, okay, nee, ich schaff's nicht mehr. Ich verrecke. Na ja, gut. Das ist auch erledigt. Da habe ich 4 Videos für die Woche. Das reicht erstmal, weil 5 schaffe ich leider nicht mehr. Da habe ich keine Zeit mehr. Deswegen. Vielleicht schaffe ich das 5. noch im Laufe der Woche, aber 4 Videos sind für die Woche aber auch erstmal angenehm. Gut, okay. Na dann komm. Mach ihn. Ich werde dann jetzt noch Abendbrot essen und dann ins Bett gehen, weil ich muss schon wieder jetzt muss um 3 oder halb, sag mal, es reicht 4:30, wenn ich aufstehe, 4:30 muss ich aufstehen, also das ist natürlich, deswegen muss ich natürlich auch bei Zeit ins Bett gehen, sonst schaffe ich das nicht, ja. Das alles sehe ich morgen früh wieder aus wie, naja, wie ich aussehe halt. Sehe ich sowieso aus, wie ich aussehe, aber ist egal. Dann sehe ich scheiße aus und kann nicht arbeiten, so läuft es ungefähr. Egal. Aber 4 Videos für die Woche reichen doch erstmal. So, erstmal habe ich erstmal ein bisschen Puffer. Ich muss halt bloß noch hochladen, das ist auch das Problem. Da muss ich erstmal die Zeit dafür haben, so viel Scheiße. Vielleicht lasse ich die nachher hochladen, weil ich mein Abendbrot esse noch. Egal. Auf jeden Fall, jemand möchte mit dir sprechen, das machen wir noch. Ah, da oben. Du hast schwer geschuftet. Ah, okay. Irgendwas zu sagen? Ein Kamura-Schein. Wieder ein Kamura-Schein. Ich hab die Dinger, die sammle ich häufig ein. Die krieg ich häufiger mal. Naja, auf jeden Fall würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und wenn ich es nicht, wenn ich irgendwann zwischendurch, wenn ich die Woche über Zeit habe, ein bisschen mehr Zeit habe, versuche ich noch eine Online-Quest, eine Aufnahme von einer Online-Quest zu machen. Also so eine Versammlungsstätten-Quest. Da mache ich dann mit ein paar Randoms. Aber ich weiß noch nicht wann, deswegen kann ich auch nicht genau sagen, was. Also, ob das kommt. Und wenn ihr das Video seht hier, habe ich es entweder schon aufgenommen oder habe ich es noch nicht aufgenommen. Das werdet ihr dann spätestens dann am nächsten Tag sehen. Also in dem Fall, ich überlege, die ist Donnerstag, wird das wahrscheinlich hochgeladen, wird das wahrscheinlich freigeschalten. Heißt, ihr werdet dann Freitag sehen, ob ich es geschafft habe oder nicht. Aber dann werde ich mich diesbezüglich vielleicht noch auf Facebook melden, wenn irgendwas nicht, bis ich irgendwie nicht geschafft habe. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Ciao.